Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ja, neues, also was heißt neues, auch schon Jahre altes Headset, besser gesagt, jetzt sind es ja Kopfhörer, jetzt ist es kein Headset mehr. Jetzt muss ich mich daran gewöhnen. Das klingt schon so ein bisschen, naja, schalldämmend oder so. Ich habe meine Stimme nicht mehr so gut und das mag ich eigentlich nicht so sehr. Sturzangriff. Ach so. Ich bin im Bosskampf total falsch angegangen. Moment, ich hätte wahrscheinlich hier außen rum irgendwo, dann wahrscheinlich da oben irgendwo entlang kraxeln und von da aus den Sturzangriff. Ja. Geil, ich bin im Bosskampf total falsch angegangen. Der Glocke passiert nichts. Und schauen wir uns hier ein bisschen um. Ein Haufen Shinies. Yes, Glut ist immer gut. Der Spruch wird niemals alt. Ja, noch mehr. Und auch ein Küchlein an dem Seil. Gut, ich meine zweimal Glut mehr. Jetzt möchte ich aber da hinten hingehen. Ich weiß ganz genau, dass da Gegner waren, die der Drache immer geröstet hatte. Oh, ich habe die Pfeile ja ausgepackt. Ich habe keinen Großpfeil mehr. Mist. Toll, jetzt kommt er her. Jetzt hat er mich gesehen. Ja, dann nicht. Eingesteckt. Das ist ja das Vieh, das mich parieren kann, oder? Nee, 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 nee. So leicht nicht. Gut, ich wollte eigentlich nur durch das Schild durch dich nicht erstechen, aber egal. Oh, hier liegt auch was. Hab ich gar nicht gesehen, als ich da immer vorbeigerannt bin. Ich glaube, ich nehme doch die dicke Waffe. Wenn das wahrscheinlich schlecht gegen die Biester da ist, aber. Auf die Nuss. Wow, die machen Schaden. Aha. Aber die geben auch Seelen gut. Gut Seelen. Seelen ohne Ende, wie auch immer. Steht schon wieder so eine Nachricht. Stützangriff. Ich spiele doch offline. Warum steht hier Sturzangriff? Hat das was zu bedeuten, wegen dem Drachen, der hier war, dass ich den mit einem Sturzangriff hätte besiegen müssen? Deibel! Nietbrocken, geil. Jetzt kann ich mich hier natürlich umgucken wegen 100.000 Shinies. Da unten ist übrigens auch eins. Funkeltitanit. Geil. Aber irgendwie gucke ich in diesem Dark Souls Teil kaum nach verborgenen Wänden. Warum, weiß ich selber nicht. Keine Wand sieht mir verdächtig genug aus irgendwie. Ach so, zwei. Wenn das so ist. Beide! Du Deibel, hau ab.
Klingt so krass mit den Kopfhörern. Zernitbrocken. Erst habe ich gesagt so, oh ja, ich brauche die Zernitbrocken und jetzt kriege ich sie hier nachgeworfen, jetzt wo ich sie nicht mehr brauche. Oh, der hat noch gelebt. Jetzt nicht mehr. Nee. Muss aber noch irgendwo einer sein, da oben. Oh nein, ist rennt da so ein Dicker mit Axt rum? Sucht Sturzangriff. Warum steht das da die ganze Zeit? Da ist eine Treppe, da geht's nach oben. Wo geht's da lang? Muss aufpassen. Ist das ein Axttyp? Ja, ist es, verdammt. Und er hat mich natürlich gesehen. Wow. Okay. Nee, 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 nee. Shit. Natürlich trifft er mich jetzt. Habe mich die ganze Zeit so gut jetzt gegen ihn angestellt. Aber der letzte Schlag von ihm trifft. Da unten war der Kampf gegen den Drachen. Ich hätte ihn von überall aus gut abknallen können. Ach, hätte null Chance gehabt. Titanitbrocken. Natürlich drehe ich mich in dem Moment um. Ich habe dich nämlich schon gesehen, aber. So blöd reagiert gerade. Verdammt. Oh, da ist auch was. Blitzbolzen. Da geht's nach unten. Da war ich aber schon. Ich muss langsamer hier. Platt gematscht. Deine Mutter wird dich nicht mehr wiedererkennen. Okay. Unten schießt der Feuerspucker. Natürlich trifft er mich. Ich treffe ihn aber nicht. Super. Super. Ich muss das Vieh anlocken. Ach so, es ist ein Axtmensch, na, Mensch vor allem. Nein! Verdammt! Na, dann komm noch mal her. Mein letzter Pfeil, der wird dir geben. Er schießt einfach so. Oh, das gibt's nicht. Brandpfeile, so. Na endlich! Der tut nicht mal was. Hier bin ich. Ich schieß wie eine Pussy. Und ich spiel wie eine Pussy. Ja, das war so lächerlich gerade.
Wir sehen uns wieder, wenn ich da bin und meine Seelen wieder habe. So, da bin ich wieder. Da in den engen Spalt bin ich gefallen. Ja, super. Oh. So. Geht auch so. Blitzender Edelstein lässt der auch fallen. Geil. Dann geht noch einer spazieren. Und diesmal darf ich hier nicht runterfallen. Das wäre echt peinlich. Wo ist der eine? Komm her. Toll, jetzt ballert er. So war das nicht geplant. Da ist der Axtmensch. Mensch vor allem. Pfeile sind alle egal. Diesmal passe ich auf, wo ich hingehe. So. Netter Move. Der Kette hast du auch für irgendwas. Aua. Oh. Achso, er zieht sie zurück, dass sie mir schadet. Dass sie mein Schild umgeht. Noch ein blitzender Edelstein, geil. Überall so, oh, Sturzangriff, Sturzangriff. So, jetzt gehe ich mal hier hin und hau dir auf die Mütze, weil du mich abballerst. Ich wollte gerade sagen. Wollte eigentlich andeuten, dass ich irgendwas vergessen haben könnte, aber es war schon zu spät. Nein, nicht sterben. Da hinten geht mir auf den Sack. Na, warte. Ich komme zu dir. Dann müsst ihr bereuen, was du gerade gemacht hast. Der Riese? Mich jetzt gegeneinander angelockt. Sehr blöd. Super, ich treffe ihn nicht, aber er mich schon. Folgst mich, umso besser. So, der andere ist hoffentlich weg. Jetzt kann ich mich ja weiter durch diese, ich muss sagen, schöne Umgebung begeben. Oh. Natürlich habe ich Dödel kein Pfeil. Jetzt ins Pfeiler kommen. Da ist eine Leiter. Okay, das ist der Kampfort. Nicht gerade groß, aber es sollte reichen. Außerdem habe ich noch dieses andere Gebiet, dieses Drachenmuseum, was das sein soll. Von hier oben können auch jederzeit Gegner geflogen kommen. Das wäre dann schlecht für mich. Okay, ich könnte von hier aus da runter. Könnte man überall den Drachen angreifen. Ich glaube, das ist tatsächlich so geplant. Man sollte hier hochgehen und den Drachen mit einem Sturzangriff erledigen. Gut, habe ich das zumindest so verstanden. Nicht mit Pfeil und Bogen hinabknallen die ganze Zeit.
Das ergibt ja auch Sinn, weil dort unten ist der Ort, wo wir gegen den Drachen gekämpft haben. Es ist jetzt, ich traue mich gar nicht zu reden, weil ich Angst habe, ich könnte zu laut sein. Funkel Titanit. Ich sehe noch irgendwo was. Nö. Deswegen auch. Ah, ich sehe schon hier. Deswegen auch die Tipps von wegen macht einen Sturzangriff. Die Tipps sind jetzt hier. Moment, ich kann hier nicht zurück. Doch kann ich da. Hier steht auch, machen einen Sturzangriff. Schwäche Kopf. Sturzangriff. Ja, danke. Hat selbst der dümmste Wolf verstanden. Ich glaube, das Spiel macht sich über mich lustig. Weil ich den nicht mit Sturzangriffen erledigt habe. Das sieht tatsächlich aus. Dann nehme ich. Oh nö, wieder kompletter Weg zurück. Ja, Tatsache. Ich bräuchte so einen Katzenring oder wie er hieß. Fallschaden vermindert. Jetzt kann ich ja wieder hochlatschen. Egal, ich schneide das kurz raus. Wir sehen uns, wenn wir wieder oben sind. Wenn ich wieder oben bin. So, wieder oben. Da oben ist auch ein Shiny. Da ebenfalls. Vielleicht kriege ich die, wenn ich hier reingehe. Wer auch immer du bist, halt die Fresse. Nee, du nicht. Drachenblut, Großschwert. Ich glaube, 4000 Seelen hat er gebracht. Das möchte ich mir mal ansehen. Großschwert, Großschwert. Drachenblut, Großschwert. Magie und Blitzschaden. Das Großschwert eines Ritterordens, der das Drachenblut verehrt und in dessen Klinge Symbole des Drachenblutes eingraviert sind. Es verursacht Magie und Blitzschaden, Fertigkeitshaltung und so weiter. Das Teil sieht aber nicht aus wie ein Großschwert. Sieht aus wie ein Langschwert. Ein kleines bisschen zu kurz ist es. Dadurch, dass es Magie und Blitzschaden und physischen, also dadurch, dass es physischen Schaden, Magie und Blitzschaden macht, ist es ziemlich gut. Und es wiegt auch nicht sonderlich viel. Ich werde mal schauen, auf wie viel ich das aufmotzen kann. Ist natürlich schwächer als mein Großhammer hier. So hieß er jetzt, glaube ich. Ah, der wird immer wieder beschworen. Irgendeiner beschwört dich, mein Freund. Viertausend Seelen. Schon wieder. Muss mir das einfallen lassen gegen diese Dauerbeschwörer. Saubatzen. Und so kriege ich zwar immer wieder Seelen. Ja, fall um. Ah, der da oben. Oh nein, mehrere von euch. Ja, nee, nur einer.
Okay, einer wird immer wieder beschworen. Lass mich vorbei, Deivel. Er beschwört ihn wieder neu. Ich muss den Kerl loswerden. Was auch immer du bist. So, und jetzt muss ich aufpassen, es ist der andere Typ noch irgendwo. Wo ist er denn? Der Moment, verschwindet der, wenn ich den Beschwörer vernichte? Könnte sein. Weil diese Drachenstatuen. Irgendwas atmet hier. Das gefällt mir nicht. Ein Aufzug. Oh Gott. Ich habe mich ganz, ganz kurz erschrocken. Kann ich auch nirgendwo anständig kämpfen? Ja, ich werde sterben. Weg. Auch einen guten Kampfplatz. Jetzt sind denen nur zwei. Danke. Oh, ich muss ja echt aufpassen. Sonst renne ich echt in eine Falle rein. Wo war das jetzt hier? Zanitschuppe. Ach, kann sein, dass ich den durchs Fenster hätte sehen können? Nix. Hier wahrscheinlich auch nicht. Nee. Okay, wozu soll der Raum aber dann gut sein? Nur für den Fahrstuhl? Erstmal hier noch gucken. Ein Tor. Für einen Shortcut oder wie? Drachentöterspeer. Das Tor geht aber nicht auf. Und da geht's auch noch weiter. Ist nach unten, da ist ein Gegner. Wo führt mich dann der Aufzug hin? Drachentöterspeer gucken wir übrigens gleich an. Jetzt. Gerade. Drachentöterspeer. Ein Kurzspeer, der mit dem Drachentöter Ornstein verbunden ist. Diese Waffe der Götter verfügt über die Macht der Blitze. Der beidhändige, auf dem Kreuzgriff basierende Stoß erfordert große Macht und lässt die Waffe tief in das Fleisch eines Drachen eindringen. Menschen werden ihn fortgeschleudert. Blitzstoß. Hüfthöhe. Okay, Aufzug? Ja. Nee, Abzug quasi. Also ein Aufzug, der mich nach unten bringt. Ah, Moment, die Gegend kommt mir bekannt vor. Nur gehe ich jetzt den richtigen oder den falschen Weg. Glaube ich, gehe den falschen. Ah, genau, da vorne ist das Leuchtfeuer. Könnt ihr die mal aufhören und herkommen? Ja, logisch ist da noch ein dritter.
Scheibe! Oh, da habe ich viele Seelen, fast 90.000. Hier kriegt man auch echt schnell. Da oben ist ein Shiny. Soll ich? Oh nein. Ich habe ihn gerade noch gesehen. Egal, wenn ich hier sterbe, dann komme ich wenigstens schnell an die Seelen ran. So. Genau, hier ist das Leuchtfeuer. Ich habe da jetzt da oben, genau da. Warum habe ich das übersehen? Das ist ein Soldat. Gut, dann kann ich jetzt zurückgehen und leveln. So, haben wir quasi den Rundgang jetzt beendet. Naja, nicht ganz. Das Drachen... Achso, Drachenmausoleum steht da, nicht Museum. Habe ich mich erst verlesen. Dann werde ich das Drachenmausoleum erkunden, aber erst noch mit dem Fahrstuhl nach oben fahren und den anderen Weg da entlang gehen. Wenn da jetzt noch einer war. So, wie viel leveln kann ich? Wie viel leveln von? 8000 fehlen in etwa. Ich will 2 Level auf einmal. Gut. Belastbarkeit. Auf 67. So, ich habe Glück 11. Hatte ich nicht 10? Na egal. Ich bin schon Stufe 91. Watt. Ashen One. Ein paar Pfeile habe ich noch. Ein paar Seelen. Moment. Habe ich da gerade richtig gesehen? Schattenasche. Gebe ich dir gleich. Stimmt, das ist ein Gefängnis. Was habe ich denn jetzt Neues bekommen? Eine Titanit-Juppe hätte sie noch. Das da. Tänzerin. Ist Tänzerin ein Outfit? Ja, zu teuer. Smooths Rüstung. Verbandenmaske. Wow, die wiegt echt viel. Die wiegt auch viel. Carlas spitzer Hut. Carlas Mantel. Viel Magie, aber der Rest nicht. Okay, ich glaube, ich muss jetzt doch noch ein paar Seelen nehmen, weil ich... Ich würde mir schon ganz gerne das Zeug da kaufen. Weil das interessiert mich doch. Vielleicht kaufe ich mir den Mantel, weil er eventuell besser ist als meiner. Ich renne ja schon seit ewiger Zeit mit dem Mantel rum. Ich würde gern dieses Riesenschild tragen. Wo ist es denn? Da. Oh, 26, das ist einfach Bock viel. Ich mach damit eine übelste Fat Roll. Das ist jetzt 17. Selbst damit bin ich zu schwer. Schade. 6,5. Nein, es hat nur 5. Sie hat 15. Trotzdem zu schwer. Ah. Hä? Achso, ich dachte, mein Schild hätte sich jetzt geändert. Gegenstand kaufen. Die Rüstung brauche ich keine.
Verbandenrüstung. Die wäre eventuell nicht schlecht. Stark, Aschenbrand. stark ist denn meine? Ja, 6. Talasmantel. Die aber 17,3, das ist nicht wenig. So, vielleicht ist die Rüstung der Tänzerin stärker als meine. Erstmal den Mantel. Ja, magisch besser, aber ansonsten. Ja, und der Mantel ist leichter. Aber wie sehe ich denn aus? Die ist in allen Punkten besser, ist aber auch sau schwer. Ja, gut, Fluch nicht. Damit bin ich ja fett. Tänzerin. Nehmt erstmal das. Tänzerin vergleichen. Oh, magisch definitiv schlechter. Ich sollte mir mal ein besseres Unterteil angewöhnen. Aber ich habe jetzt nicht mehr genug Seelen. Das Tänzerinnen-Unterteil wäre eventuell nicht so schlecht. Ich glaube, ich muss mir das ganze Set irgendwann mal holen. Na gut, dann werde ich aber ein Part hier beenden. Das war Dark Souls 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich gucke nochmal, das da. Ne, war klar. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch.